die Tötung des slowakischen Journalisten. Wir haben heute in den europäischen Medien neue Fakten dazu gehört, dass nach dem Fall in Malta und nach dem Fall in Slowakia jetzt leider Gottes zwei Journalisten in ihrem Einsatz für die Meinungsfreiheit ermordet worden sind. Und ich möchte aufgrund der Dringlichkeit bitten, weil jetzt diese Woche keine COP-Sitzung ist, möchte ich aufgrund der Dringlichkeit bitten, dass wir als Parlament zum Ausdruck bringen, dass wir Wert darauf legen, dass es eine unabhängige Ermittlung im Fall der Slowakei gibt, dass die Fakten auf den Tisch gelegt werden, um die Unabhängigkeit zu erzielen. Ich glaube, dass dieses Parlament, und das darf ich für meine Fraktion sagen, sich von niemandem übertreffen lassen wird, wenn es darum geht, den Rechtsstaat zu verteidigen und alle Vorfälle, kriminelle Vorfälle, schlimme Vorfälle wie die Tötung von Journalisten vorbehaltlos zu untersuchen, rückhaltlos zu untersuchen und allem auf den Grund zu gehen. Wir sind deswegen auch dafür, dass wir zu gegebener Zeit, wenn die Faktenlage das erlaubt, hier eine Aussprache dazu durchführen. Das ist, glaube ich, auch der Konsens unter den Kräften des Hauses. This Parliament has taken tough action when this happened in Malta, and we have to do the utmost to do the same also when this happens in the Slovak Republic. And therefore I support the suggestion of Mr. Weber to send an ad hoc mission to Slovakia and also use this to do this with a mandate of the Conference of Presidents. La libertà di stampa non sia né una questione di destra, né di centro, né di sinistra. La libertà di stampa è un valore fondamentale per tutta l'Unione Europea e lo deve essere per tutti i governi, di qualunque colore siano. Tre persone si tratta di cittadini italiani che vivevano in Slovacchia. Però il problema è capire non soltanto chi sono gli esecutori materiali, ma chi sono i mandanti dell'omicidio. Ancora non abbiamo capito bene chi erano i mandanti dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Io ho detto che continuerò a insistere su questo argomento perché non possiamo dare lezioni agli altri se prima non guardiamo dentro casa nostra. Quindi procederò rapidamente con una procedura scritta in modo che tutti i gruppi possano anche formalmente esprimere la loro volontà e poter mandare quanto prima questa delegazione di parlamentari.